Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Mason Ravenna, in der Mitte ist meine Schwester Megan Ravenna. Ganz links mein Bruder John Ravenna und wir sind die Ravennas. Heute reagieren wir auf Nemo und der Track heißt Karma. Ich will nicht so viel dazu sagen. Mein Cousin hat mir eine... Ich will noch nicht so viel dazu sagen. Unser Assistent hat uns eine wirklich schöne Sprachnachricht dazu gemacht. Und die möchte ich einmal abspielen. Warte. Okay. Also mit diesen Worten sagen wir mal Play! Der hat mich auseinandergenommen. Oh, warte. Okay, wir wissen durch den Refrain, in welche Richtung das geht. Schwur. Geil, schön. Ich find's schön, wieder so Nemo zu hören. Ich bin so gespannt. Ja, wirklich auch mal Rap auf Rap-Ebene ein bisschen. Das ist nicht mal Rap, das ist. Nein, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist eine komplett andere musikalische Richtung. Ich freue mich nach dem Part, wie sein Refrain nochmal gewichtet wird. Ja, ich freue mich wirklich. Echt, und auch, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber der sieht tausendmal besser aus. Der sieht echt gut aus. Seine alten Musikvideos. Nemo fresh, aktuell, ja, muss man sagen. Fresh. Deine Mama wollte mich sowieso nicht haben. Ja, ich kriege den Gefallen, jetzt ist Schluss. Dann weißt du, was mich am meisten ballert? Was hat denn jetzt an den. Wie. Du 16-jähriger Typ, der Nemo hat alles mit dem Song gefickt. Wie, ja, das frage ich mich auch. Inwiefern identifiziert er sich jetzt damit? Das ist ja mein Schüler vor. Wer hat den denn verlassen? Der Karma. Assistent hat die größte Liebe seines Lebens verloren, Digga. Du wurdest genockt, ey. Okay, Alter. Stabile Pose haben mich hier gerade erwischt. Was für stabile Pose? Der kommt ein bisschen wie so ein indischer. Okay, nein, mach weiter. Mach mal weiter, was für indischer.
Shooting. Lass mal weiterlaufen, lass mal. YouTube noch. Boah, Autounfall. Oder? Warte. Selbstmord-Vibes noch. Das sind die Todes-Vibes. Ja. Der überlebt noch mal. Und dann wir wollen uns fertig, macht es selbst noch zack. Boah, cool. Das Karma hat er gut gesagt. Oh, mach gut, mach mal, ich hab's gar nicht mitbekommen. Schon krass. Egal, mach mal Play, scheiß auf Karma. YouTube, Junge. Ich hab mal echt eine gute Frage. Oh, Illuminati, Alter. Ja, das macht er absichtlich. Echt? Der weiß, wie der diesen Typen triggert, ey. Wie heißt der nochmal? Ja, das ist doch diese Tupac-Vibes. Ja, ja. Ey, mal eine Frage an euch. Meint ihr, ist das eine persönliche Erfahrung gewesen von ihm? Ich weiß nicht. Was denkt ihr? Keine Ahnung. Aber ob das so relevant ist? Ich meine, doch. Weil das ist eine authentische Art und Weise, wie du gerade so einen Song übermittelst. Ich finde einfach, ob der das jetzt bisschen zu erfahren ist, ich finde wieder, da ist jetzt eine musikalische Erweiterung, eine Steigerung. Ja, drin, gell? Echt, das war zwar kein Rap, auch nicht dieses Dings, diese übertriebene Autotune, was er in letzter Zeit gemacht hat, das war so ein Mittelding. Ja, was nice ist einfach, ne? Auch mit dem Rap so dazwischen, hat dieses geschmeckt bisschen. Auf jeden Fall, oder? Schnellere. Ja. Tasty, ne? Super Candy Crush, tasty. Delicious. Guck mal, mir ist aufgefallen, der hat das, ich weiß nicht, vielleicht hat er sowas in die Richtung schon mal erlebt, ja? Aber was ich einerseits schade, aber trotzdem noch gut finde, ist, dass er das Ganze allgemein gehalten hat. Der hat zwar so einen persönlichen Touch gegeben, von wegen, deine Eltern wollten mich so oder deine Mutter wollte mich sowieso nicht, aber der ist nicht ins Detail gegangen, was einerseits schade ist, weil ein Künstler macht es doch gerade aus, wenn du gerade deine Feelings so rauslassen kannst. Aber andererseits gut, weil sich extrem viele Leute damit identifizieren können. Der hat das schön allgemein gehalten. Mhm. Aber ich glaube auch bewusst. Ich glaube schon bewusst. Krass, was ist deine Analyse? Auf was du achtest, ey? Heftig, hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte nicht darauf geachtet. Scheiße, Alter. Die sprachen doch schon, den Assistenten ballert mich aber. Ja, die war Deutschrap gefickt hat der. Okay. Also, ich hatte andere Erwartungen, als ich es gehört habe. Ich auch, ey. Ich dachte, also, der ist heute recht genug. Ändert nichts daran, dass der Track nicht gut war, echt. Aber ich dachte auf eine andere Weise gut. Ja, safe, ey. Ich hatte Erwartungen gehabt, Digga, die Messlatte war oben. Auf einmal, komm. Okay. Bisschen. Bisschen. Du hast auch nicht. Was hab ich schon gesagt? Lieber soll kommen. Achso. Leute. Der Song war nice auf jeden Fall. Nemo geht in eine Richtung, die uns sehr gefallen hat. Ich finde gerade diese geile Richtung, alle am Ende, vor allem mit seiner Stimme, wie der diese Karma, wie diese Karma-Vibe kam. Ja. Geil. Ich bin gespannt auf was Neues, weil sein Film gerade krass. Ansonsten, Leute, wenn es euch auch gefallen hat, vor allem, wie fandet ihr das? Ich fand jetzt in dem Fall, wie bei mir, wie ich gesagt habe, dass es verallgemeinert ist. Meint ihr, das ist auch so? Oder würdet ihr euch eher wünschen, dass er mehr ins Detail geht? Schreibt es in die Kommentare, mich würde es interessieren. Und ansonsten, falls ihr Videovorschläge habt oder uns feiert, alles auf Instagram. Wir können da gerne kommunizieren miteinander. Jawohl. Meine liebe Schwester blendet es einmal hier unten ein. Und oder, ihr wisst oder. Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Oder du? Nein. Was für nein? Weißt du, was ich auch damals voll gehört habe? Ironischerweise, ich habe bitter und Fluss, kaum Fluss geht. Einfach durchgehört.